Meinung ungeschminkt. Heute mit Christoph Hörstl, Nahostexperte und Bundesvorsitzender der Partei Neue Mitte. Presseerklärung. Gaza-Blockade endlich stoppen. Von Christoph Hörstl. Hamas bekennt sich zu einer Sicherheits- und Rechtsgarantie für alle Bürger Palästinas, einschließlich Juden. Das ist das wichtigste Ergebnis eines ausführlichen Gesprächs, das der Bundesvorsitzende der deutschen Kleinpartei Neue Mitte, Christoph Hörstl, mit dem ehemaligen Vorsitzenden und jetzigen Mitglied des Politbüros der Palästinenserorganisation Hamas, Khaled Meshaal, am 5. Februar 2019 in Doha, der Hauptstadt von Katar, geführt hat. Hörstl geht es jetzt darum, dass diese Garantieerklärung in das im Internet veröffentlichte Manifest der Hamas aufgenommen wird. Dazu erklärt Hörstl: Diese Verdeutlichung der Hamas-Politik wird eine wichtige Grundlage zur Lösung des Nahostkonflikts. Hörstl kritisiert gleichzeitig die Einstufung der Hamas in der EU und anderen vorwiegend westlichen Ländern. Hamas sei eine Terrororganisation. Hörstl dazu: Nicht nur ist Hamas keine Terrororganisation, vielmehr sprechen die weltweit anerkannten Totenzahlen eine ganz andere, schreckliche Sprache. Die Terroristen sitzen eher in Tel Aviv, Washington und anderen westlichen Hauptstädten. Insbesondere habe Israels scharfe Blockadepolitik die Enklave Gaza in ein Konzentrationslager mit gelegentlicher Bombardierung der Bevölkerung verwandelt. Diese Blockade will Hörstl jetzt dringend beenden helfen. Am Gaza-Zaun schießen Scharfschützen der israelischen Armee auf die Köpfe palästinensischer Demonstranten, die in 500 Meter Entfernung friedlich demonstrieren, beklagt Hörstl. Jede Woche würden deutlich gekennzeichnete Sanitäter und Journalisten durch gezielte Schüsse schwer verletzt. Israels Armeesprecher haben verschiedentlich darauf hingewiesen, dass alle Schüsse der Armee-Scharfschützen ausschließlich auf Befehl und auf Grundlage vorliegender eindeutiger Dokumente erfolgen. Die Gaza-Blockade ordnete Israel an, nachdem in weltweit anerkannter gültiger demokratischer Wahl 2006 die Hamas dort die Regierung übernommen hatte. Khaled Meshaal fiel 1997 in der jordanischen Hauptstadt Amman einem Giftanschlag des israelischen Geheimdienstes Mossad zum Opfer. Er wurde jedoch nach einer Intervention des damaligen Königs Hussein durch ein Gegengift gerettet, das der damalige Mossad-Chef Danny Yatoun persönlich nach Amman bringen musste. Vor dem Gespräch mit Meshaal war Hörstl bereits Ende Dezember mit dem Vizeaußenminister der Hamas, Hassi Hamad, in Istanbul zusammengekommen. Am 11.06.2017 berichtete KlarTV vom Tag der internationalen Freundschaft in der Schweiz. Es trafen sich Menschen unterschiedlichster Nationalität, Kultur, Weltanschauung und so weiter, um sich ihren gegenseitigen Respekt und ihre Liebe zu bezeugen. Unter den über 3000 geladenen Gästen befanden sich auch Yael Deckelbaum aus Israel und Miriam Tukan aus Palästina. Sie haben 2016 ihren ersten Friedensmarsch Women Wage Peace organisiert, um zu zeigen, dass die Völker keine Spaltung und keinen Krieg wollen. Das Lied Prayer of the Mothers, Gebet der Mütter, das Yael Deckelbaum 2016 kreierte und welches die beiden Frauen am Tag der internationalen Freundschaft gesungen haben, begeisterte und berührte auch die Herzen der Besucher in der Schweiz. Dort kündigten Yael und Miriam auch ihren zweiten Friedensmarsch für 2017 in Israel an. Journey to Peace, zu Deutsch Weg zum Frieden, fand vom 24. September bis zum 10. Oktober 2017 statt. Er führte vom Treffpunkt in Sderot weiter ans Tote Meer, wo am Abend des 29.09., des Yom Kippur, zu Deutsch Versöhnungstag, der höchste israelische Feiertag, das große Versöhnungsfest gefeiert wurde. Geschätzte 13.000 Menschen aus Israel und Palästina, aber auch aus der ganzen Welt, beteiligten sich daran, um der Welt zu demonstrieren, dass Frieden zwischen den beiden Ländern sehr wohl möglich ist. Israelis und Palästinenser versprachen,
Wir werden nicht nachgeben und so lange für den Frieden kämpfen, bis der Konflikt ein für allemal beendet ist. Vom Toten Meer aus bewegte sich der Menschenzug weiter in Richtung Jaffa, wo er am 6.10. eintraf und der erste Teil der Reise endete. Der zweite führte nach Jerusalem. Dort sammelten sich am 8.10. sogar ca. 30.000 Menschen. Dieses gewaltige Ereignis endete am 10. Oktober 2017 im Unabhängigkeitspark in Jerusalem, spät am Abend. Dort vereinigten sich die Menschen der beiden Völker Israel und Palästina wiederum durch Worte, Gesten und Lieder in einem liebe- und achtungsvollen Miteinander. So wie im Vorjahr dem Friedenszug Women Wage Peace, zu Deutsch Frauen fordern Frieden, in den Medien sowohl in Europa als auch im Nahen Osten so gut wie keine Beachtung zuteil wurde, war auch die Journey to Peace 2017 trotz enormer Beteiligung der Presse kaum eine Zeile wert. KlarTV aber war der Einladung gefolgt und von Jaffa bis Jerusalem live mit dabei, um auch Sie, verehrte Zuschauer, an diesem bemerkenswerten Ereignis teilhaben zu lassen. Wir haben vor Ort tiefgehende Interviews mit Teilnehmern des Friedensmarsches geführt. Lassen auch Sie sich berühren von Live-Bildern aus Israel und den die Herzen verbindenden Botschaften der angeblich verfeindeten Nationen. Seit dem 24.09. haben sich Frauen und Männer aus dem ganzen Land aufgemacht, um gemeinsam für Frieden zu demonstrieren. Mit Märschen in und um Sderot, Nazareth, Jerucham, Beersheba und viele Orte mehr. Hier wird auch die israelische Liedermacherin Yael Deckelbaum später wieder auftreten, die mit ihrem Lied Prayer of the Mothers bereits unzählige Herzen berührt und ermutigt hat, den Glauben an Frieden nicht aufzugeben. Wir von Klagemauer haben es uns zur Aufgabe gemacht, immer wieder vom Volk fürs Volk zu berichten. Fragen wir deshalb jetzt die Teilnehmer des Friedensmarsches persönlich, was ihnen auf dem Herzen liegt und was sie uns zu sagen haben. Hier marschieren Israelis und Palästinenser einträchtig miteinander für den Frieden, während in der Welt das Bild vermittelt wird, beide Völker seien tief verfeindet. Wie passt das zusammen? Es sind viele Organisationen hier, die sich für den Frieden engagieren. Es gibt bedauernswerterweise kein Wort in den Medien darüber, aber es gibt sie doch. Ich hörte, es sind mehr als 100, hier in Israel und im Palästinensergebiet. Die Medien berichten hauptsächlich über die Verbrechen, Terror und so weiter. Sie werden hier in Israel und Palästina viele Gruppen, Organisationen, NGOs finden, die miteinander arbeiten. Menschen arbeiten zusammen. Hunderte, Dutzende von Menschen unternehmen Dinge zusammen. Ob es Kunst ist, Politik oder egal was, sie arbeiten zusammen und wollen in Frieden leben. Sie leben schon in Frieden. Es ist nicht Wunschdenken nach dem Motto, ja, es kommt in 20 Jahren in der Zukunft. Es ist schon Frieden. Es geschieht jetzt. Diese Organisation hier, diese Versammlung ist Frieden. So sieht der Frieden aus. Und wenn Sie sich umschauen, überall in Israel werden Sie solche Dinge finden. Hate is
Dieser sogenannte Hass ist etwas, was uns eingeredet wird. Wir sehen hier, es geht auch anders. Vielleicht mit der Zeit, vielleicht nicht gleich nächstes Jahr, aber die Menschen werden merken, wir können es anders. Nicht nur mit Krieg und Gewalt. Ich glaube nicht, dass Menschen sich töten wollen. Ich glaube nicht, dass die Menschen Krieg mögen. Wenn hier ein Zeichen gesetzt wird, dass die Völker die Spaltung überwinden können, sollte dann nicht überall Frieden möglich sein? Natürlich. Wir glauben, Frieden ist überall möglich. Es fängt innen an. Glauben, fühlen, es ist möglich und dann erkennen, dass anderes nicht getrennt von dir, sondern ein Teil von dir. Es ist ein Teil von dir und wenn du diese Grenzen schmelzen lässt oder die Mauern, dann wirst du es sehr einfach empfinden, zusammenzukommen, sich zu ergänzen, zu kooperieren. Es ist nicht etwas, das weit weg ist, es ist in dir drin und du schaffst das, ganz gewiss. Ich glaube, der Grund, weshalb die Menschen hierher gekommen sind, ist, dass in anderen Teilen der Welt ähnliche Bewegungen auch so angefangen haben, in Afrika oder sonst wo auf der Welt. So denken wir, wenn es dort möglich war, vielleicht ist es auch hier möglich. Es scheint so, ja, viele Leute sagen, nein, es gibt keine Chance, es gibt zu viel Hass und so weiter. Aber an anderen Stellen der Welt haben es die Menschen geschafft, also warum nicht auch hier? Was können auch die Menschen, die zu Hause zuschauen, dazu beitragen, dass es weltweit Frieden gibt? Du solltest dich nicht auf die Konflikte fokussieren, sondern auf die andere Seite, auf die Möglichkeiten, die Gelegenheiten, die es gibt, um zu kooperieren, miteinander zu reden, zusammen zu sein. Stark sein, mutig sein und uns nicht von Angst kontrollieren lassen. Zuallererst glaube ich, dass es wichtig ist, darüber zu reden. Wenn jemand davon hört, dann kann ich als Zeugin sagen, ich habe selber erlebt, wie Juden, Israelis und Palästinenser zusammengekommen sind und sie haben miteinander geredet über den Frieden, über das Leben miteinander. Das man erleben muss. Wir sind hier live in Jerusalem, wo der zweite historische Friedensmarsch Women Wage Peace nach etwa 2 Wochen mit einer letzten großen Kundgebung seinen Höhepunkt findet. Hinter mir haben sich viele Menschen versammelt und jeder von ihnen kam, um ein Zeichen zu setzen, um Zeuge zu sein, dass sich die Bevölkerung in diesem Land nach Frieden sehnt und bereit ist, aufeinander zuzugehen. Palästinenser und Israelis reichen sich die Hände und hoffen auf eine bessere Zukunft. Sie wollen die Spaltung überwinden, die ihnen von der Politik aufgezwungen und von den Medien eingehämmert wurde. Der Friedensmarsch im vergangenen Jahr fand in unseren westlichen Medien keine Beachtung. Selbst hier in Israel haben sich die Medien größtenteils dazu ausgeschwiegen, sodass viele Menschen nach wie vor nichts von dieser Aufbruchsstimmung bemerkt haben. Hier marschieren Israelis und Palästinenser einträchtig miteinander für den Frieden, während in der Welt das Bild vermittelt wird, beide Völker seien tief verfeindet. Wie passt das zusammen?
Ich bin halb in Israel und halb in den USA aufgewachsen. Und in den USA kann man eine sehr starke Spaltung sehen zwischen Juden und Moslems, zwischen Israelis und Palästinensern. Das ist sehr, sehr üblich, politisch, religiös, in jeder Hinsicht. Also ist das hier total anders. Die Botschaft ist nicht sehr extrem und dadurch vereinigt sie viele unterschiedliche Menschen. Die Energie und die Schwingung und Kraft der Frauen, die hier ist, ist unbeschreiblich und inspirierend. Und sie gibt den Leuten die Kraft und Energie, diese Art von Arbeit fortzusetzen. Das Problem ist, dass es viele gibt, die nicht so sehr für den Frieden und das Zusammenleben sind. Mit Märschen wie diesem versuchen wir, mehr Menschen in die Friedensbewegung zu sammeln. Wenn du zur Person, zum Menschen selbst kommst, will jeder Frieden. Der Punkt ist, die einzelnen Menschen zu treffen, die Person selber zu treffen und miteinander klarzukommen. Es ist Herz zu Herz, da gibt es keine Politik, keine Beurteilung, es geht nur von Herz zu Herz. Und das ist, was wir tun müssen. Ich denke, jeder möchte Frieden. Tief innen sind wir alle gleich. Außen müssen wir uns an Dinge anpassen, die wir meinen, sie zu müssen. Von Herz zu Herz ist es einfach. Viele Leute wollen uns davon überzeugen, dass es keine Israelis und Palästinenser gibt, die Frieden wollen, aber es liegt eher daran, dass man sich nicht kennt und Angst voreinander hat. Es gibt mehr Menschen, die Frieden wollen, als die, die keinen Frieden wollen. Was Women Wage Peace tut, ist zu versuchen, eine größere Menge an Menschen zusammenzubringen, die sagen, wir hören nicht auf, bis ihr einen Friedensvertrag abschließt. Man kann uns nicht voneinander trennen. Wir leben nebeneinander und sind den gleichen schwierigen Bedingungen ausgesetzt. Es stehen dringende Veränderungen an, zum Beispiel ein Regierungswechsel. Tatsächlich werden uns Informationen vorenthalten. Man berichtet uns nur die halbe Wahrheit. Das muss sich unbedingt ändern. Im Unterschied zu dem, was sich die Menschen hier erhoffen, leben wir, die israelischen und palästinensischen Frauen, bereits im Frieden miteinander. Und so beginnt die Veränderung durch uns. Wenn hier ein Zeichen gesetzt wird, dass die Völker die Spaltung überwinden können, sollte dann nicht überall Frieden möglich sein? Das ist das, was wir mit dieser Arbeit erreichen wollen. Wenn es echte Versöhnung gibt zwischen beiden Gruppen und sie einander anerkennen, die Bedürfnisse der anderen gegenseitig wahrnehmen, dann glaube ich, kann es Frieden geben. Aber es ist kein leichter Prozess, es ist viel Arbeit. Es muss ein ehrliches Gespräch sein. Wir brauchen immer mehr Menschen. Wir brauchen Wachstum. Wenn wir nicht wachsen, dann wird es nicht funktionieren. Denn wenn die Regierungen sehen werden, dass riesige Mengen für Frieden marschieren, dann werden sie sich ändern. Es gibt diese Option nicht, keine Lösung zu finden. In den meisten Fällen sind es die Regierungen und die Hochgestellten, die denken, sie würden im Namen des Volkes sprechen. Doch an den meisten Orten wollen die Menschen nur Frieden. What about the people that are not living in Israel? Dass es weltweit Frieden gibt? Es braucht eine erweiterte Sensibilisierung, Bewusstseinsbildung, die verschiedenen Aspekte tiefer kennenzulernen, egal ob jemand sich für diesen oder einen anderen Konflikt interessiert. Es ist nötig, dass man mit den Menschen redet und die dazugehörigen Themen erkennt. Ich habe selber gemerkt, als Israeli im Ausland lebend, wie viele Dinge ich nicht mitbekommen habe, die geschehen sind. Und mit den Menschen zu reden war die beste Möglichkeit, als ich hierher gezogen bin, um über die Themen zu lernen.
So denke ich, sich zu sensibilisieren führt dazu, dass die Menschen anfangen, aktiver zu werden und zu erkennen, was sie tun können. Schließe dich irgendeiner Friedensbewegung an, die sich mit irgendeinem Konflikt auseinandersetzt. Geh raus auf die Straße. Es reicht nicht, nur auf Facebook zu sein. Wir müssen unsere tiefere Natur berühren. Und diese Natur ist eine Friedensnatur. Sie ist nicht für Krieg. Höre auf das Herz. Geh raus, treffe dich mit der Person, vor der du wirklich Angst hast oder von der du meinst, dass du sie nicht magst. Geh, treffe dich mit denen, versuche zu reden und rauszufinden, was ihr gemeinsam habt und dann erkenne, woher die Unterschiede zwischen euch herkommen, falls es überhaupt welche gibt und was man tun kann, um miteinander friedlich zusammenzuleben. Wir müssen mit Frieden anfangen von unten, an den Fundamenten. Wissen Sie, bevor man mit großen Dingen startet, sollen wir, wenn wir jemanden treffen, mit denen dort Frieden ausleben. Wir beginnen zu Hause und fangen dort an, in Frieden und Liebe zusammenzuleben. Wenn jeder beginnt, den anderen zu lieben, vollbringen wir zusammen einen Wandel. Die wirkliche, wahre Veränderung. Hier im Unabhängigkeitspark haben sich wieder hunderte Menschen zusammengetroffen. Die Stimmung ist geladen mit Entschlossenheit und Freude. Von Spaltung, Missgunst oder Krieg ist nichts zu spüren. Hier sprechen die Menschen die Sprache des Herzens, weit über die persönlichen, sprachlichen, religiösen oder politischen Grenzen hinweg. Wir von Klagemauer TV freuen uns, dass wir diesen historischen Marsch unzensiert und live an Sie weitergeben können, sodass sie selbst Zeuge werden von der Sehnsucht der Völker nach Frieden. Der heutige Tag hat einmal mehr bewiesen, dass diese Länder nicht zur ewigen Spaltung verdammt sein müssen. Denn ein großer Teil des Volkes möchte keinen Anteil haben an der Kriegspropaganda, die in den Massenmedien über den Nahen Osten permanent geschürt werden.